Eine riesige Wasserfontäne, die in den Himmel spritzt und Keller und Strassen flutet, weil eine Wasserleitung geplatzt ist. Oder Gas, das ausströmt, weil eine Gasleitung es leckt hat. Solche Szenarien möchten wir uns als Bewohnerinnen und Bewohner oder auch als Personen, die hier im Dörfli arbeiten, eigentlich weder... Entschuldigung? Möchten wir uns eigentlich lieber weder müssen vorstellen noch schon gar nicht müssen erleben noch können. Und genau darum sind wir da. Ganz herzlich willkommen zu dieser Informationsveranstaltung hier im Weissen Wind, zu dieser bevorstehenden Sanierung von verschiedenen Leitungen, die es hier hat im Dörfli und was das eben dann nachher heisst. Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind und sich aus erster Hand möchten informieren lassen, was das auch für Sie heisst, schlussendlich. Mein Name ist Claudia Jenny. Ich arbeite im Kommunikationsatelier. Das ist eine Kommunikationsagentur an der Zähringer Strasse. Wir sind also dann auch selber betroffen, wenn es denn da losgeht. Und ich darf das Tiefbaudepartement bei dem Grossprojekt im Vorfeld und auch während dieser ganzen Phase kommunikativ begleiten. Bevor ich Ihnen das Podium vorstelle, wer noch nicht zu Ihnen wird reden, möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass die Veranstaltung heute Abend aufgenommen wird. Und zwar aus dem Grund, dass wir sie nachher auf die Dörfli-Seite stellen können. Wir haben eine Dörfli-Seite auf der Stadt Zürich-Seite. Und zwar einfach auch darum, dass die Leute, die heute nicht da sind, nachher schauen können, was da erzählt worden ist, dass sie sich selber auch darüber informieren können. Ich hoffe, das sei für Sie alle zusammen in Ordnung. Dann stelle ich Ihnen gerne Personen vor, die Referentinnen und Referenten, die nachher zu Ihnen reden werden. Das ist zum einen die Stadträtin Simone Brander. Sie ist Vorsteherin vom Tiefbau- und Entsorgungsdepartement. Und sie sagt Ihnen noch etwas zum Bauen im urbanen Raum. Dann in der Mitte der Stadtrat Michael Baumer. Er ist Vorsteher vom Departement Industrielle Betrieb. Und er sagt Ihnen, was eigentlich auch der Auslöser von diesem Grossprojekt ist. Und auf der Seite aussen der Beat Vogler. Er arbeitet im Tiefbauamt und ist der Gesamtprojektleiter. Er gibt Ihnen noch eine Insights noch weitere zu dem ganzen Projekt. Bei dem Grossprojekt werden verschiedene Arten von Leitungen saniert. Darum sind neben den Personen vom Tiefbauamt auch Leute von Energie 360 Grad, von der Elektrizitätswerke der Stadt Zürich und von der Wasserversorgung von der Stadt Zürich da. Die Personen sitzen alle da. Sie sind nachher auch sehr gern, wenn wir noch einen kleinen Apero haben, bereit, dass sie Ihnen auch direkt noch Fragen stellen können, wenn Ihnen etwas auf der Zunge brennt. Und jetzt gebe ich das Wort gern der Frau Brander, Stadträtin Brander, dass sie sich informieren kann über das Urbane. Danke vielmals, Frau Jenny. Guten Abend, geschätzte Anwesende. Das Tiefbauamt ist verantwortlich für die Planung, Gestaltung und Erhaltung des öffentlichen Raums. Auf der Oberfläche, aber auch darunter. Ein einwandfreier Zustand der Infrastruktur stellt uns eine hohe Lebensqualität sicher. Bauwerke altern, Schäden müssen behoben werden. Grundsätzlich wird die Sanierung teurer, je länger dass man damit zuwartet. Darum führt das Tiefbauamt Inventar und beurteilt regelmässig den Zustand. Um die zentrale Infrastruktur zu erhalten, müssen im Schnitt rund 60 Millionen Franken pro Jahr aufgewendet werden. Auch hier im Nieder- und Oberdorf müssen die Werkleitungen saniert werden. Mein Stadtratskollege Michael Baumer wird mehr zu den Werkleitungen
erklären. Solche grössere Sanierungsarbeiten gibt es nicht alle paar Jahre. Zwischendurch sind verschiedene Leitungen repariert und ersetzt worden, weil das Alter der Leitungen ist unterschiedlich. Sie sind in verschiedenen Jahren verlegt worden und sind teilweise in einem schlechten Zustand. Der Leitungsbestand ist historisch gewachsen und besteht aus verschiedenen Materialien, die unterschiedlich lang haltbar sind. Wir sanieren jetzt, damit das Gebiet auch in den nächsten Jahren reibungslos mit Wasser und Gas bzw. Biogas und Strom versorgt werden kann. Bauen im dicht besiedelten Gebiet ist komplex. Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen ist ein komplexer Vorgang. Besonders im dicht besiedelten und auch intensiv genutzten Gebiet wie hier im Nieder- und Oberdorf. Denn beim Bauen müssen eine Vielzahl von gegenläufigen Zielen unter einen Hut gebracht werden. Besonders wenn man zum Ziel hat, möglichst kurz zu bauen. Das bedingt, dass die Nutzungen im Baubereich weitgehend unterbrochen werden. Gleichzeitig muss die Erreichbarkeit von Geschäften und Gebäuden gewährleistet sein. Nachtarbeiten beschleunigen jeden Bauablauf, stören aber die Nachtruhe der Anwohnenden. Diese Abwägung von Bedürfnissen und Interessen wird bei jeder Planung und bei jeder Baustelle einzeln vorgenommen, um eine allgemein verträgliche Lösung zu finden. Auch für dieses Projekt muss eine allgemein verträgliche Lösung gefunden werden. Bevor wir aber über die Einschränkungen reden, die diese Bauarbeiten mit sich bringen, möchte ich Ihnen aufzeigen, was Sie nach dem Bauabschluss dann erwartet. In erster Linie neue Werkleitungen und teilweise auch Hausanschlüsse. Das ist zwar alles unsichtbar unter dem Boden und wird für selbstverständlich hingenommen. Aber für diese Selbstverständlichkeit braucht es eben eine rechtzeitige Sanierung. Es braucht die funktionierende Infrastruktur täglich, damit auch Sie frisches Wasser aus dem Wasserhahn und Strom aus der Steckdose kommen und damit die Heizungen funktionieren. Weiter bekommen Sie auch eine neue intakte Pflasterung. In den Hauptgassen werden wir die so optimieren, dass beispielsweise Menschen im Rollstuhl leichter vorwärts kommen. Das heisst, wir werden die Pflasterung abschleifen und begradigen. Während dem Bau müssen die Liegenschaften und Geschäfte zugänglich bleiben. Das ist unser grosses Anliegen und die Bauarbeiten werden entsprechend geplant. Natürlich muss auch immer gewährleistet sein, dass Blaulichtorganisationen wie Sanität, Polizei und Feuerwehr ihre Arbeit machen können und alle Liegenschaften erreichen. Neben der Anlieferung für die Läden, Restaurant und Hotel muss natürlich auch die Entsorgung vom Quartier unterbruchfrei funktionieren. Auch Baufirmen haben die Auflage bekommen, Zufahrten für die Anlieferung und Versorgung am Morgen offen zu halten. Die Entsorgung wird im Baustellenperimeter durch ERZ, also Entsorgung und Recycling Zürich, sichergestellt. Generell werden die Durchgänge für den Fußverkehr immer offen behalten. Weiter wird auch auf den Tourismus und die verschiedenen Veranstaltungen wie Märkte Rücksicht genommen. Besonders während der Sommermonate sowie während der grossen Veranstaltungen wird so wenig wie möglich geboten. Die Bautätigkeiten werden so weit möglich in der kühleren und kalten Jahreszeit durchgeführt. Bei den Bauarbeiten müssen auch noch weitere Rahmenbedingungen beachtet werden. Das gesamte Niederdorf und Oberdorf befindet sich in einer archäologischen Zone und es gibt ebenfalls mehrere regionale und kantonale Denkmalschutzobjekte. Man rechnet mit Siedlungsresten ab der römischen Zeit, Spuren von Stadtbefestigungen, Gräber und andere Baustrukturen im Boden. Die Archäologie plant den Einsatz von einer ständigen Equipe für baubegleitende archäologische Arbeiten. Wenn Funde gemacht werden, müssen die entsprechend dokumentiert werden, was zu kleineren Verzögerungen führen kann. Der Bauperimeter verläuft vom Zentral bis Bellevue-Remistrasse und vom Seiler-Hirschengraben bis Limotgain. Das gesamte Gebiet wird in Teilbereiche unterteilt, wo einzeln saniert werden. Das mit dem Ziel, die Bevölkerung und das Gewerbe so wenig wie möglich zu belasten. Weil der Perimeter so gross ist und weil wir einen allgemein verträglichen Bauablauf mit kurzen Etappen haben, dauern die Arbeiten über 6 Jahre. Das klingt nach einem sehr langen Zeitraum,
Allerdings muss man sagen, wir bauen nicht immer am gleichen Ort. Durch kurze Bauetappen machen wir die lange Gesamtbauzeit angenehmer. Bewusst sind verschiedene kurze, intensive Etappen gewählt worden, an mehreren unterschiedlichen Orten gleichzeitig. Im Januar 2023 fangen wir an drei unterschiedlichen Orten an, wie hier auf der Folie an, im Zentral, im Bereich Münstergasse und im Bereich Autogen. Zuerst werden die Leitungen saniert. Dann kommt die Oberfläche dran. Diese beiden Schritte können wir nicht gerade nacheinander erledigen. Darum wird es eine gewisse Zeit geben, wo die Oberfläche noch nicht definitiv ist. Zwischen den beiden Etappen sind Gassen und Strassen aber begehbar und befahrbar. Wir bauen vor allem im Winterhalbjahr. Beispielsweise im Bereich mit Boulevardgastronomie und der touristischen Hauptachse soll in den kalten Monaten vom Oktober bis im April gebaut werden. Der Gesamtprojektleiter Beat Vogler geht heute noch auf die Bauphase ein. Sie müssen das natürlich auch nicht alles mitschreiben. Sie können auf der Webseite stadtzürich.ch/dörfli die einzelnen Etappen und Termine anschauen. Wie gerade erwähnt, finden Sie auf dieser Webseite alle wichtigen Informationen. Die werden auch dann regelmässig aktualisiert mit Bauphasen, Baufortschritt, kurzfristigen Änderungen und allen Informationsschreiben. Die Adresse der Webseite sehen Sie hier, stadtzürich.ch/dörfli. Für die ersten drei Teiletappen, wo im Januar der Baubeginn ist, ist noch ein weiterer Termin für das Gewerbe und für die Anwohnenden vor Ort geplant. Am 2. Dezember vom 8. bis am 11. Uhr am Morgen steht Ihnen auch der Gesamtprojektleiter, der Beat Vogler und die Bauleitungen vor Ort zur Verfügung. Klären Sie mit Ihnen aus erster Hand, wie zum Beispiel die Anlieferung vorgesehen ist. Der Herr Vogler wird auch dazu noch mehr sagen. Wir werden in den entsprechenden Teiletappen vor Baubeginn ein Schreiben mit detaillierten Informationen verteilen. Sie haben die Möglichkeit, Baustelleninformationen auch auf Ihrem Mein-Konto zu abonnieren. Das ist der zentrale Online-Zugang zu den Services der Stadt Zürich. Unter Bauprojektinformationen Tiefbau kann man dort Bauinformationen auch digital bekommen. Jetzt darf ich das Wort meinem Stadtratskollegen Michael Baumer übergeben. Er wird Ihnen mehr zu den sanierungsbedürftigen Werkleitungen sagen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich auch, dass ich Sie da so zahlreich begrüßen darf. Und das zeigt mir, wie gross das Interesse ist, auch natürlich wegen der Bauarbeiten, aber auch an der Infrastruktur. Ich glaube, wir dürfen ja in Zürich und in der Schweiz stolz sein auf unsere Infrastruktur, die eigentlich fast rund um die Uhr zur Verfügung steht, mit sauberem Trinkwasser und mit einer höhere Versorgungssicherheit im Bereich Gas und Strom. Themen Versorgungssicherheit, die ja dieses Jahr insbesondere ein bisschen in Fokus gekommen sind, wo einem vielleicht bewusst worden ist, wie gut wir eigentlich in der Schweiz und in Zürich stehen. Damit das aber möglich ist, müssen wir auch regelmässig die Infrastruktur pflegen. Wir müssen deren Sorge heben und das bedeutet, dass wir die ab und zu müssen erneuern. Und das ist insbesondere auch bei den Werkleitungen der Fall. Und darum sind die Werkleitungen der Auslöser für die Sanierung, die wir jetzt hier machen, damit wir wieder für die nächsten Jahre gerüstet sind. Und, die falsche Richtung. Sie haben da, Sie sehen, die Werkleitungen sind im ganzen Perimeter von Nieder- und Oberdorf vorhanden. Nicht alle Werke müssen an allen Orten etwas ersetzen, aber insgesamt, wenn man alle drei Betriebe, Wasserversorgung, EWZ und Energie 360 Grad nimmt, dann betrifft das ganze Nieder- und Oberdorf. Die farbigen Punkte wird Ihnen der Herr Vogler noch genauer erläutern. Das ist auch der Bauablauf. Wie Sie es gehört haben von der Frau Brander, werden wir nicht alles gleichzeitig aufreißen. Vor 40 Jahren hat schon mal eine Teilsanierung der Wasserleitungen stattgefunden. Ich gehe jetzt zuerst auf die Wasserversorgung ein. Warum muss die ihre Leitungen auch ersetzen?
Man hat aber dort nur einen Teil der Leitungen können ersetzen. Ein Teil der Leitungen sind bis zu 100 Jahre alt, wo wir da drin sind. Und über die Zeit, historisch gewachsen, haben wir natürlich die unterschiedlichsten Materialien, die man verwendet hat. Und man weiss vielleicht auch nicht mehr ganz genau überall bei den ganz alten Leitungen, wo die genau mit welcher Technik die verlegt worden sind. Und das bedeutet natürlich, dass sich das auf die Versorgungssicherheit auswirkt, weil warum ist denn das schlimm, wenn die Leitung 100 Jahre alt ist? Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Bruch kommt, ist einfach höher. Und wir haben jetzt auch in den letzten Jahren festgestellt, dass immer die Wahrscheinlichkeit einfach gestiegen ist, dass es mal zu einem Rohrbruch kommt. Ein Rohrbruch ist gerade auch in der Altstadt wirklich ein Problem, weil das schnell in den Keller einfließt, weil man zum Teil das sogar unterirdisch, gar nicht oberirdisch sieht, dass es eben in den Keller einfließt. Das ist in den neueren Gebieten, sage ich jetzt, neueren Stadtgebiet mit der breiten Straße ein bisschen besser ersichtlich, sage ich jetzt mal. Und darum ist es gerade im Niederdorf wichtig, dass die Wasserleitungen gut unterhalten sind. Es ist nicht nur das Alter der Leitungen, das natürlich dazu führen kann. Es gibt auch Korrosion an der Leitung und Setzungen im Boden, wo sich einfach dann das auch auf die Netze auswirkt, auf die Leitungen negativ Einfluss hat. Irgendwann wird die Richtung schon noch. Bis am Schluss weiss ich, welche Richtung wir müssen. Klar ist, in der Altstadt mit den Platzverhältnissen, die wir hier haben, das bringt ziemliche Anforderungen mit sich. Und uns ist es wirklich wichtig, dass wir sie da begleiten, dass wir das Projekt, es geht zwar 6 Jahre, aber wie Sie gehört haben, es wird nicht immer und überall gebaut. Wir wollen aber wirklich die Wohn- und Lebensqualität von dieser Altstadt auch in diesen 6 Jahren erhalten. Und wir wollen auch, dass die Wirtschaft hier funktionieren kann und der Tourismus so wenig wie möglich negativ beeinflusst wird. Wir stellen auch während der ganzen Bauzeit die Versorgung sicher mit Wasser, selbstverständlich. Also nur weil sie dann Brunnen, ich hoffe, dass sie möglichst nie müssen, am Brunnen das Wasser holen. Das versuchen wir also. Aber natürlich kann es mal ein Problem geben und da stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Wasserversorgung insbesondere in diesem Thema auch zur Verfügung, selbstverständlich auch von EWZ und Energie 360 Grad. Dann komme ich aufs nächste Werk, Energie 360 Grad, muss die Gasleitungen erneuern. Die sind noch nicht 100 Jahre alt zum Glück, die heben nicht ganz so lang und die werden bis 2028 ihres technischen Lebensende erreichen. Das heisst nicht, dass die in dem Moment auseinanderfallen, das ist ja auch klar, aber in dem Moment ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Lecks kommt, erhöht und Lecks sind gerade im Gasbereich einfach aus Sicherheitsgründen wirklich gefährlich, weil das kann dann nicht nur Sachen, sondern auch Personenschäden geben. Und die Sicherheitsanforderungen, die müssen wir irgendwie auch, die müssen wir erfüllen. Wir wollen ja die Lebensqualität auch weiterhin können erhalten und wir wollen auch die Sicherheit können gewährleisten, dass man da sich kann wohlfühlen in der Altstadt. Darum erneuern wir die. Wir haben dort bereits 2016 mit dem Projekt angefangen. Wir haben auch erste Arbeiten schon gemacht. Die einen erinnern sich vielleicht, wir haben im Rindenmarkt haben wir eine erste Etappe schon mal gemacht. Ja, die Bilder, wenn Sie sich erinnern mögen, oder die, die es noch nie gesehen haben, so wie das dann aussieht, wenn man die Gasleitungen erneuert, da hat man jetzt nicht die ganze Strasse müssen aufmachen, weil das jetzt nur quasi, man hat einfach die Rohre in die alten Rohre eingeschoben. Das ist auch eine Möglichkeit von der Sanierung. Dann, wir haben es gehört, es gibt dafür, immerhin gibt es dann auch etwas dafür, eine neue Pflasterung, die dann auch hindernisfrei sollte sein. Und dass sie die dann möglichst auch geniessen können. Aber vor allem, und das ist ja das Wichtige, wir haben wieder eine leistungsfähige Infrastruktur, die wieder für die nächsten Jahrzehnte funktioniert, wo möglichst wenig Leckagen, möglichst wenig Wasserrohrbrüche oder Stromunterbrüche gibt. Und damit komme ich noch zu einem Punkt.
Wir haben jetzt Gasnetz, wo wir erneuern. Selbstverständlich fragt man sich, ja, gibt es dann vielleicht auch andere Methoden zum Heizen? Sie wissen, einerseits hat sich die Stadt Zürich ja zum Ziel gesetzt, Netto Null zu erreichen bis 2040. Das heisst, möglichst auf fossile Heizungen zu verzichten. Und das Zweite, und das haben wir das Jahr gemerkt, also Abhängigkeit vom, von solchen fossilen Energieträgern ist schwierig. Das wollte man eigentlich möglichst vermeiden. Und wir haben selbstverständlich auch darum uns überlegt, kann man dann da in der Altstadt auch Fernwärme machen. Wir haben da jetzt ein Projekt gestartet. Wie man da vielleicht kann so ein thermisches Netz machen, so eine Wärmeversorgung. Aber wie Sie sich können unschwer vorstellen, ist das in der Altstadt ein bisschen schwieriger als im Rest von der Stadt. Einfach wegen der engen Platzverhältnisse. Sie müssen sich überlegen, die Fernwärmerohre, die haben bis zu einem Meter Durchmesser. Das ist dann in der Altstadt mit den archäologischen Bedingungen natürlich dann schwierig. Und es hat auch nicht überall Platz, in den engen Gassen alles unterzubringen. Wir machen das, prüfen das bis 2027 und dann, wenn das möglich ist, werden wir dann auch das Projekt ausschaffen. Aber Sie können sich gut vorstellen, da reden wir davon, dass wir Ende 30er Jahre dann das würden machen und insofern bis dann heben mindestens die Gasleitungen nicht. Dann haben wir auch noch als last but not least, aber wir haben auch das EWZ, das die Stromleitungen erneuert. Wir nutzen, dort wäre es vielleicht jetzt nicht bei jeder Leitung schon nötig, dass man sie ersetzt, aber wenn man jetzt schon alles aufmacht, tun wir im Sinn vom koordinierten Bauen, dann auch die Stromleitungen ersetzen, sodass man da auch gerade wieder für die nächsten Jahrzehnte das korrigiert haben und dort moderne Leitungen drin haben. Das EWZ kommt da in der Reihenfolge einfach am Schluss, weil zuunterst ist die Gasleitung, dann kommt die Wasserleitung und dann kommt das EWZ noch oben drauf. Und darum sind sie jetzt da als Dritten erwähnt. Aber nichtsdestotrotz, alle drei Werke erneuern da mit dem ganzen Ober- und Niederdorf ihre Leitungen und stellen ihnen eine Infrastruktur für die nächsten Jahre zur Verfügung, die wieder Versorgungssicherheit wird sicherstellen. Punktuell haben wir die Leitungen überprüft. Also, ich habe das gezeigt, 2016 hat man das Projekt gestartet, wo man wirklich auch an einzelnen Orten, natürlich nicht das ganze Niederdorf aufgerissen, aber man hat dann wirklich an mehreren Orten die Leitungen mal ausgraben und geschaut, wie sind die und hat tatsächlich müssen feststellen, also, mindestens bei der Gasleitung weiss ich es jetzt, dass die tatsächlich nicht mehr auf ewig können weiter betrieben werden. Wir haben auch Anzeichen natürlich einfach durch die Leckage. Also eben, ich habe es gesagt, wir haben mehr Wasserrohrbrüche gehabt in den letzten Jahren. Wir haben mehr Leckage gehabt bei den Gasleitungen, wo man dann auch tatsächlich hat müssen Häuser absperren und evakuieren. Und einfach die Zunahme von diesen Fällen zeigt ja auch, dass die Rohrleitungen in einem Zustand sind, dass man sie muss erneuern. Sonst können wir das sicher gerne dann noch aufnehmen bei der Fragebeantwortung. Also das ist das, warum wir die Bauten machen müssen. Und ich würde jetzt noch Herrn Vogler das Wort geben, damit er kann auch aufzeigen kann, in welcher Reihenfolge und in welcher Art und Weise dann das gebaut wird, sodass sie auch während der Bauarbeiten da eine lebenswerte Altstadt haben. Gut, besten Dank. Schönen Abend miteinander. Wir haben schon vieles gehört. Wir haben gehört, warum das wir es machen. Ich möchte Ihnen zeigen, wie wir das Ganze machen. Zuerst gehen wir in die Bautermine, dann noch mal kurz, was wir genau machen, was die Anforderungen an uns sind, wie wir aufgestellt sind und wie wir euch informieren wollen. Wir haben es gehört, wir bauen ca. gut 6 Jahre. Beteiligt sind die Werke E63, EWZ, Tiefbauamt und die Wasserversorgung. Wir werden das ganze Projekt in 15 Bauetappen umsetzen. Es gibt Sperrfristen, die wir einhalten, wie Weihnachten, Dörflifest und so weiter. Wir probieren, soweit
alles in den kalten Monaten umzusetzen, das heisst vom Oktober bis in April. Wir haben aber einzelne Gebiete, wo wir auch im Sommer durchbauen, dort, wo wir nicht an der Hauptgasse sind, wo Boulevard-Café weniger betroffen sind. Rettungsgassen sind für uns eine sehr hohe Anliegen. Die sind abgesprochen mit Schutz und Rettung, dass sowohl Zu- und Wegfahrten für Blaulichtorganisationen jederzeit gewährleistet ist. Ich denke, das Wichtigste oder das Interessanteste ist, wie gehen wir vor? Sie sehen jetzt hier die verschiedenen Bauetappen farblich dargestellt. Die roten, zu denen kommen wir nachher noch kurz, das sind die, wo man startet. Die gelben, dann die grünen, violett, blauen. Die Bereiche, die hell sind, H, I, O2, O1, das sind sogenannte Sommerbaulos, wo wir von April bis September werden umsetzen. Wichtig zu sagen ist, da wir uns auf die Wintermonate konzentrieren, zur Entlastung vom Boulevardbetrieb, sowohl auch von den Touristenströmen, werden wir nicht jeweils fertig. Das heisst, wir werden für die Oberfläche wieder in Standstellung ein zweites Mal reinkommen. Wie wir schon gehört haben, in der Zwischenzeit ist es provisorisch verschlossen. Wie provisorisch verschlossen? Wir werden es mit Heissbelag verschliessen. Für sie ist es wie eine Strasse. Es ist kein Kaltmischgut. Es gibt keine dreckigen Schuhe, die ihr in den Restaurant oder Betrieb hineintragt. Starten werden wir mit A2, K und N2. Das sind die verkürzten Winterlos, wo wir im Januar startet. Zweite Woche Januar würden wir anfangen, bis April 23. O2 wäre dann das erste Sommerlos, wo wir im Anschluss Mai bis September würden machen. Was wird erneuert? Die Hausanschlüsse vom Elektrizitätswerk plus die Leitungen. Die Wasserleitung und auch die Gasleitungen werden wir, wo wir es können, via sogenannte Relining-Verfahren erneuern. Das heisst, wir machen nicht die ganze Gas auf, sondern wir machen örtlich Anfang, Ende plus bei jedem Abzweiger auf und schieben das neue Rohr ins alte ein. Die Oberfläche in der Hauptgasse werden wir behindertengerecht optimiert umsetzen. Das heisst, die Seitenbereiche oder die schmalen Gassen, die werden wieder so aussehen, wie sie heute sind. In der Hauptgasse haben wir mit der Behindertenorganisation haben wir verschiedene Pflasterungsformen, Oberflächen getestet und sind zum Schluss gekommen, dass die optimierte Steinbearbeitung, Moderna nennt sich das, das ist eine sehr flache Oberfläche, ist aber rutschsicher und mit einem sehr schmalen Fugenbild, der möglichst eben ist für Rollatoren, Rollstuhlfahrer. Nebenbereich, da jetzt ersichtlich, wie Gehweg, Fahrbahn, Gehweg sind die alte Pflasterung, wie sie heute ist. Der mittlere Bereich, der wird, wie gesagt, mit der modernen Oberfläche umgesetzt. So ein Stolperfallen, wie wir jetzt hier auf dem Bild sehen, werden wir nicht einbauen. Das heisst, wir werden den mittleren Bereich 2 cm tiefer als die links- und rechts Seitenbereich umsetzen. Wichtig für Sie, aus meiner Sicht, Zugänglichkeit, Liegenschaft ist immer gewährleistet. Klar muss man manchmal mit einzelnen Unterbrüchen rechnen, aber grundsätzlich jederzeit begehbar. Blaulichtorganisation haben wir schon gesagt, immer zugänglich, Anlieferung sowohl für Geschäfte wie auch Restaurantbetrieb. Ja, wichtig zur Koordination von privaten Bauvorhaben, das haben wir auch berücksichtigt. Kurze Bauetappen haben wir bereits schon gehört. Das ist das Ziel, dass wir möglichst wenig aufs Mal belasten im Niederdorf. Wie sind wir aufgestellt? Meine Wenigkeit Gesamtprojektleitung. Wir haben den Bauherrunterstützer, den Thorsten Wenck, seit der TBF. Dann haben wir 4 Teilgebiete.
Bauleiter, einmal der Herr Stalder, Stofer, Mag und Frau Canesaligam. Wie sind die unterteilt? Sie sind von links nach rechts. Stalder fängt mit dem Teilgebiet 1 an und dann geht es richtig von zentral Richtung Bellevue. Wie bereits erwähnt, Informationen habt ihr auf der www-Seite. Für uns noch wichtige Entscheid oder wichtige Runde, die wir euch anbieten wollen, sind Freitag, der 2. Dezember. Morgen um 8 bis um 9 Uhr, sowohl von 9:30 bis 11 Uhr in der jeweiligen, einmal im Starbucks und einmal im Grand Café Motta. Dort wären wir bereit für Fragen, für, die sie direkt betrifft. Die nicht jetzt hier im Globo besprochen werden, sondern wo einzeln. Ja. Aus meiner Sicht ist es soweit durch, ja. Ganz herzlichen Dank für die Informationen. Dann würden wir gerne zur Fragerunde kommen. Und zwar würde ich Sie bitten, dass Sie Fragen stellen, die von allgemeiner Interesse sind. Und wenn Sie persönliche Fragen haben, sind eben einerseits dann all die Fachleute und Fachpersonen auch im Apero noch eine, für Sie stehen sie zur Verfügung. Sie geben Ihnen gerne Auskunft. Sie können noch einfach ganz ungezwungen auf zugehen. Wenn Sie Fragen haben, wäre ich sehr dankbar, wenn Sie schnell die Hand aufheben könnten. Ich komme mit dem Mikrofon zu Ihnen und reden Sie doch bitte gut ins Mikrofon hinein, dass noch die Leute, die den Film anschauen, auf dem Internet die Fragen verstehen. Und es wäre schön, wenn Sie sich schnell vorstellen könnten, ob Sie Bewohnende sind oder ob Sie Gewerb sind. Entschuldigung mit dem Namen. Da ist zuerst. Ich bin Dorsi Strasser, wohne am Neumarkt und mich würde interessieren, von wo das Pflastersteine kommen. Ja. Pflastersteine sind zum einen aus dem Tessin und sowohl aus Italien und Portugal, also europäische Steine. Es ist ein Granit-Guberstein, der Guber aus der Schweiz und der Granit aus Portugal. Ascher, Bewohner, Oberdorf, Kirchgasse. Ja, noch, ja, das Gas. Schnelle Frage, was sind da eigentlich für Toleranzen von der Zeitplanung mit eingebaut? Das heisst, man kennt da auf dem Hechtplatz, dass man stößt dann plötzlich auf irgendetwas von archäologischem Interesse und in diesen 6 Jahren, ich finde es abenteuerlich, ich weiß nicht, ob es in 6 Jahren fertig wird, aber was sind denn eigentlich Gedanken zu den es wird archäologische Funde geben, wie ist das eingebaut von der Zeit her? Also prozentual kann ich es Ihnen nicht sagen, wir haben gewisse Reserven drin, es ist aber, wie Sie sagen, sehr ein sportliches Programm, weil wir uns auch die Auflage gemacht haben, dass wir nur in den Wintermonaten bauen wollen. Und die Archäologie, es wird Funde geben, das ist richtig. Wir erneuern aber alte Lage. Das heisst, das EWZ bleibt dort, wo es ist. Sowohl auch die Werkwasser E360. Wir graben dort auf, wo schon mal aufgegraben worden ist. Wir erwarten, dass es Archäologie Funde gibt, aber wir erwarten nicht mit grossen Funden. Mein Name ist Dagmar Schüfferli. Wir wohnen an der Märtgasse. Und Sie haben schon erwähnt, dass manchmal auch Nachtarbeiten gemacht werden. Und mich würde interessieren, wenn so der normale Rhythmus ist. Also wenn am Morgen Bauarbeiten anfangen und wenn es am Abend endet. Also da sind die ganz normalen gesetzlichen Vorgaben. Grundsätzlich am Morgen 7 Uhr fangen wir an. Eine gewisse Zeit gibt es vielleicht, dass wir länger wollen oder müssen. Einzelne Nachtarbeiten gibt es, das wird aber dann, zum einen wird es ein Gesuch geben und zum anderen informiert im Raum, wo wir das haben. Und dort haben wir auch die gesetzliche Vorgabe, wo wir 2 Nacht arbeiten dürfen und 1 Nacht Pause machen.
Bis wann am Abend? Ja, Maximum bis um 7 Uhr, aber in der Regel ist 7 Uhr morgens und 5 Uhr, halb 6 Uhr fertig. Hotz, Oberdorfstrasse 8. Stichwort Fernheizung. Hat man überlegt, ob es möglich oder sinnvoll ist, an gewissen Orten bereits jetzt Leerrohr einzulegen, wo dann vielleicht die Arbeiten, die dann in 10 Jahren oder in 20 Jahren kommen, könnten erleichtern? Zweite Frage. Ist es wirklich sinnvoll, in allen Nebengassen Besetzungssteine in Zement einzulegen? Dort fahren keine Lastwagen. Und da könnte man sich vieles sparen, das Abführen von den alten, rausgespitzten Setzesteinen und das Zuführen von den neuen. Zur Frage 2. Zuerst, in den Nebengassen werden wir auch nicht überall alle Besetzungssteine rausnehmen. Wir tun in den Nebengassen nur das wieder instand stellen, was wir kaputt machen oder jetzt kaputt ist. Die Hauptgassen, die wir behindertengerecht ausführen, dort ist es liegt auf der Hand, dass wir von Fassade zu Fassade einmal neu machen. Aber die alten Steine, die wir wieder verwenden können, in den Nebengassen, werden an gleicher Ort wieder eingebaut. Das ist zur Frage 2. Zur Frage 1. Man hat sich die Gedanken gemacht, ob man Leerrohr einlegen will und ist zum Schluss gekommen, dass es nicht sinnvoll ist. Und warum ist es nicht sinnvoll? Weil die Lage heute nicht kann eruiert werden, wo ist es richtig. Punkt 1 und Punkt 2 ist, wir tun die tiefen Leitungen, nämlich Wasser und E360, nur mit einem Inliner-System sanieren. Das heisst, ein neues Rohr ist ein alter Rohr und die alten Lagen werden behalten. Und das widerspricht sich mit Leerrohreinlage in der Haupt- oder in Nebengassen. Merci. Guten Abend miteinander. Brava Franziska, Altstadtbewohnerin seit 25 Jahre. Ich habe ein Geschäft und wohne in der Oberdorfstrasse. Und es hat mich nur jetzt interessiert, wir haben das zweite Geschäft ist an der Militärstrasse. Ich weiss nicht, was dort für Umbauten gerade sind. Aber jetzt ist es seit einem halben Jahr, vielleicht ist es das Gleiche. Es nimmt mich ein bisschen Wunder, ob man irgendetwas Grösseres machen kann. Wir hatten Umsatzeinbussen von über 70% in dieser Zeit. Es laufen schon Leute durch, der Bus fährt ja vorbei. Aber ist es irgendwie in der Altstadt, wo es ja auch ein Wohnquartier und ein Lebquartier ist, nimmt es mich ein Wunder, gibt es irgendwelche Ideen? Also ich weiss ja, dass man muss umbauen und sanieren und alles, aber kann man gibt es etwas oder habt ihr irgendwie anderswo? Also ist ja die ganze Straße ist ja off. Also es ist ja wie, zufahren ist das eine, aber gibt es irgendeine Möglichkeit, ja, dass das Dorf halt so wie ein bisschen anders behandelt wird? Oder habt ihr da irgendwelche Ideen, Überlegungen? Also Militärlangstrasse ist ein anderes Projekt. Das ist ein Fernwärmeprojekt und ist tiefer und geht auch sehr lang. Niederdorf, Oberdorf, ja, ist eine spezielle Örtlichkeit. Was können wir anders machen? Das ist das, was wir eigentlich jetzt präsentiert haben. Nämlich, wir probieren, in die Wintermonate zu gehen, dass wir möglichst Touristenstrom und Boulevard-Gastronomie entlasten können. Wir probieren mit kurzen Bauetappen den Bau, wo man gerade dran ist, möglichst klein zu behalten, dass man die umliegenden Geschäfte entlasten kann. Ja, Bauen verursacht Dreck und Lärm, das können wir nicht wegnehmen. Wir haben auch geschaut, dass man allenfalls Elektrobaggergeräte einsetzen kann. Wird nach dann geprüft, ob es verträglich ist. Aber was wir aufmachen müssen, dort können wir nicht rundherum. Mit kurzen Etappen, dass man kurz kommt und dann schnell weitergeht. Das ist das, was man hier im Niederdorf probiert. Also der Lärm ist wie das eine, das ist uns, was stört, wir sind den ganzen Tag dort, aber ich glaube, dass man wie irgendwie gleich ankommt. Ich habe jetzt das Gefühl, dort kommt niemand mehr an.
Also das, was man kann, das, was man kann abdecken mit sogenannten Stahlplatten, dass man den Fußgängerverkehr passieren lassen, das wird abdeckt. Was man muss offen behalten für die Bauarbeiten, müssen wir klar offen behalten. Ja. Aber das probiert man möglichst verträglich mit den Bewohnern oder den Anliegern umzusetzen, ist aber bei jeder Tiefbaubaustelle eigentlich so. Thomas Trachsel, guten Abend. Gebaut wird im Winter während der Heizsaison und Gasleitungen werden saniert, Schritt für Schritt. Das heisst, wir haben Gaslieferunterbrüche wahrscheinlich, Heizunterbrüche im Moment. In welchem Zeitfenster müssen wir die gewärtigen und wie werden die allenfalls notgespissen oder wie läuft das mit der Heizungsversorgung oder Heißwasser? Also es gibt überall Notzugänge, ja. Also wir haben mehr oder weniger kontinuierliche Gasversorgung auch während dem... Also es ist richtig, ja. Auch Frischwasser müssen wir überall gewährleisten. Gibt es immer einen Notanschluss, dann bauen wir und stellen ab und hängen um und nehmen das Provisorium wieder weg. Guten Abend, mein Name ist Abt Bruno. Ich habe eine Frage zum Eingang Rheinfelder Bierhalle, ob dort auch in der Mitte oder aussen auch saniert wird und ob Gassen normal bleiben und bei der Gräbegasse vorne, ob das auch noch saniert wird oder ob das normal bleibt. Das liegt an so einer genannten Haupt- oder eben Route, die man behindertgerecht umsetzt. Das heisst, es wird alles einmal neu gemacht, aber Schritt um Schritt. Und man kann immer zu- oder weglaufen. Aber es ist richtig, dass dort die Seitenbereiche mit dem jetzigen Stein wieder neu gepflastert werden und der mittlere Bereich, wie voran erläutert, mit einem modernen Stein behindertgerecht gebaut wird. Heinrich Nufer, ich wohne an der Oberdorfstrasse, an der Kurgasse, und ich habe vor 40 Jahren die Teilsanierung erlebt. Und dort hat man aber die Abwasserleitungen auch ersetzt, oder? Da geht man nicht mehr so weit ab, wie letztes Mal. Das ist richtig, ja. Da hat man die Abwasserleitungen ersetzt. Die Abwasserleitungen haben auch 80 bis 90 oder 100 Jahre Lebensdauer. Und die muss man noch nicht ersetzen, das ist richtig. Weil also an der Kurgasse war es so, dass die Häuser, die Niedermannhäuser, die dort sind, die stehen direkt auf dem Grund, haben keine Unterkellerung. Und der die Sanierung geleitet hat oder der das durchgeführt hat, hat zwar in der Rechnung oder in der Offerte die Abstützung von diesen Häusern drin gehabt, hat es aber nicht gemacht. Und die Häuser haben Risse bekommen, haben müssen Fenster zuschneiden, riesen Unterhaltsarbeiten gehabt und ich habe wissen, wie man das absichert, dass es nicht wieder nachrutscht. Weil das sind wirklich Häuser, die gar nicht gedacht sind, dass sie tief runtergehen. Ja, sie haben, die Lösung haben Sie schon gesagt, da ist man tief gegangen. Heute gehen wir nicht tief. Warum nicht? Weil E63 mit dem tiefsten Stand bei 2 Meter ist und wir tun es nur örtlich einzelne Löcher auf und nicht wie dazumal, wo man die ganze Gasse aufmachen musste und auf 3,5 Meter oder sogar 4 Meter Tiefe haben müssen. Darf ich nur ganz schnell etwas sagen? Wenn es persönliche oder so auf ganze Region, auf so ein kleines Gebiet bezogene Fragen sind, gehen Sie doch bitte nachher auf die einzelnen Personen zu. Und wenn es für die Allgemeinheit etwas ist, was wirklich das ganze Niederoberdorf betrifft, dann nachher sind wir gerne jetzt da für die gesamte Runde. Mein Name ist Hilbert Marcel. Ich habe mich gefragt, wenn Sie ein Rohr hineinschieben, machen Sie Querschnittverringerung. Bringen Sie dann gleich viel Wasser her, wenn es brennt irgendwo im Laden? Oder erhöhen Sie den Druck? Das ist eine gangbare Arbeit. Das machen wir immer so oder an vielen Orten so. Und der Druck bleibt gleich. Ja. Ob es erhöht wird.
Harald Tarnowski von der Wasserversorgung Zürich. Also wir haben entsprechende Berechnungen gemacht für Kapazität. Wir haben auch das Versorgungskonzept mit Schutz und Rettung abgesprochen. Wir werden künftig nur noch Hydranten, also Löschwasserversorgung in den Hauptgassen haben, weil auch nur dort die Feuerwehrauto anfahren. In den Quergassen können wir den Querschnitt durch das verringern, eben das Relining machen. Und ja, so ist weiterhin also die Löschwasserversorgung gesichert. Mein Name ist Reto Zumstein, ich habe einen Jeansladen hier nebenan. Ich habe eine Frage wegen dem Zeitpunkt dieser Arbeiten. Es ist jetzt mehrmals erwähnt worden, dass es in den kalten Monaten gemacht wird, aufgrund von der Boulevard-Gastronomie. Wie sieht es denn aus während der Sommerferien, wo erfahrungsgemäß relativ wenig läuft für Geschäfte? Ich meine, es sind nicht nur Boulevard-Gastronomie da, wird dort auch gewisse Arbeiten ausgeführt? Oder wie sieht das aus? Ja, das ist richtig. Wir haben das sogenannte Sommerlos, wo wir genau dann auch werden umsetzen. Und es gibt grundsätzlich 6 Jahre Bautätigkeit im Niederoberdorf, aber nicht immer am gleichen Ort. Also wir bauen auch im Sommer, aber gezielt die einzelnen Gebiete. Wir können das gerne nach einer bilateral anschauen, wo das die Gebiete genau sind. Sie war auf der Folie oben rechts gewesen. Mein Name ist Aplanalp. Ich bin wohnhaft rechts von der Limit und arbeite immer links von der Limit. Wir sind betroffen einerseits von der Gemüsebrückensanierung, auf der anderen Seite haben wir Nieder- und Oberdorf. Mich nimmt Wunder, wie die Depotflächen beleidigt werden. Ich erinnere zurück, dass sind vielleicht 3 Jahre lang das Obergericht alle Parkplätze beleidigt waren mit Depot für die Bauarbeiten. Ich weiss gar nicht, was damals ausgeführt worden ist, wenn man jetzt schon wieder aufmacht, aber grundsätzlich nimmt mich Wunder, wo die Depots sind. Und durchgehend. Wo das genau die Installationsplätze sind, können wir heute noch nicht sagen. Die sind, werden nicht überall am gleichen Ort sein. Werden mit DAV, also Stadtpolizei, müssen schauen, wo können die jeweiligen Unternehmer installieren und ihre Depots machen. Ja. Bruno Stöckli, Spiegelgas. Also habe ich jetzt aus den Erläuterungen bis jetzt entnommen, dass Fernwärme in der Altstadt in den nächsten 10, 15 Jahren kein Thema wird sein. Das ist richtig. Wir haben dort ein Vorprojekt gestartet mit Wärme Zürich, wo das ganze Thematik anschaut, wo eben auch soll überprüfen, ob es überhaupt geht. Es braucht jetzt nicht nur die Leitung, es braucht ja auch noch eine Quelle, oder? Wo man eigentlich dann das Wasser, zum Beispiel wenn man Seewasser nimmt, wo man das dann zuführt oder aus der Limit oder Grundwasser. Es ist ja in der Innenstadt nicht ganz so einfach. Wir haben darum auch geschaut, dass ERZ Fernwärme, wo ja die Hochschulen versorgt, dass man vielleicht dort anschliessen könnte. Dort ist aber einfach zum heutigen Zeitpunkt zu wenig Energie vorhanden, um überhaupt genügend Energie da einführen in die Altstadt. Dort wird aber das ausgebaut, ich weiß nicht, glaube ich, in den nächsten 10 Jahren, und darum kann man ab der zweiten Hälfte, 30er Jahre, hätte man theoretisch genügend Energie. Das allein langt aber nicht, man müsste ja dann auch noch die Leitungen verlegen. Und ich meine, was man natürlich die Frage war ja, wo würden wir, ob man nicht Leerrohre schon einlegen wollte. Die würden einfach am falschen Ort sein. Ich glaube, das kann man schon sagen. Sie wären einfach am falschen Ort. Weil, wo dann genau die Leitungen können durchgeführt werden mit diesen engen Gassen, das ist unklar. Man hat auch schon Überlegungen gemacht, dass man dann müsste mit Hauseigentümern verhandeln, ob man gegebenenfalls durch Keller könnte durch. Und dann haben wir auch noch die archäologische Situation. Also, ob das überhaupt möglich ist, das müssen wir jetzt vertieft abklären. Das ist jetzt das, was wir jetzt machen. Da sind wir jetzt dran, auch mit der Kantonsarchäologie, auch mit der städtischen Archäologie, um auch zu schauen, ob überhaupt das technisch überhaupt möglich ist, das da zu bringen. Aber was natürlich was schon heute möglich ist, ist die Versorgung, wenn man Gas bestellt, dass man Biogas bestellt. Das ist 100% erneuerbar und es kommt auf jeden Fall nicht aus Russland, das kann man schon mal sagen. Und damit hätten wir auch dort eine erneuerbare
Energie. Und das andere, es braucht einfach auch Zeit für die Abklärungen und dass die Energiemenge überhaupt bereit steht. Wir haben ja jetzt eine Abstimmung im November, wo wir in anderen Gebieten der Stadt, unter anderem links von der Limmat, möchten die Fernwärme ausbauen oder Wärmeverbünde ausbauen. Und dort haben wir auch einen Zeithorizont bis 2040, bis da die letzten gebaut sind. Das hat einfach mit der Bauzeit auch eine gewisse Dauer. Stöckli ist unsere Hofstadt. Schnell zur Fernwärme zurückkommen und zum Gas. Ich habe gelesen, dass Sie ja das Budget gar noch nicht haben für die Sanierung der Gasleitungen. Weil das braucht irgendwie noch einen Entscheid von, weiss ich was, so steht es auf jeden Fall in Ihren Unterlagen. Gas ist ja ein Thema, das eigentlich gar nicht zu unserem fossilen Ausstiegsszenario von der Stadt Zürich passt. Null Emissionen bis 2050. Jetzt bauen sie uns bis 2030 eine Gasleitung in der Altstadt und im 2035 müssen wir Gasheizungen abstellen. Also die Frage an die Politik, was denken Sie sich eigentlich, was für eine Politik betreiben Sie eigentlich? Machen Sie jetzt einfach auf Sauglattismus, dass man jetzt ein bisschen Leitungen saniert und nachher sagt man wieder, nein, jetzt müssen wir wieder Gasöfen abstellen. Vorhin haben wir gesagt, macht Gas. Gas ist wichtig. Gas ist, kann man Biogas machen. Das stimmt sowieso nicht. Die Stadt Winterthur hat die Biogasanlage müssen abstellen, weil sie nicht rendiert haben. Sehr wahrscheinlich ist auch in der Stadt Zürich das Biogas auf sehr einem kleinen Flämmli. Da kann man vielleicht ein paar Öfeli heizen, aber sicher nicht die ganze Altstadt. Darum Frage an Politik, in welche Richtung wollen Sie jetzt gehen und wieso kann man die beiden Richtungen, wenn Sie den Gasausstieg machen in dieser Stadt Zürich, wieso können Sie das jetzt nicht mit dieser Sanierung koppeln und sagen, wir verschieben die Sanierung, bis politisch klar ist, wenn wir jetzt aufhören mit dem Gas oder wenn wir weiterfahren mit dem Gas? Also, ich hoffe, Sie haben mir vorher zugelassen, auch wo Sie, vielleicht erlaube ich mir trotzdem darauf einzuweisen, dass es auch mal gut tut, wenn man auch die Informationen entgegennimmt, die ich gebe. Also, die Fernwärme-Geschichte, wie würden wir selbstverständlich gerne machen. Ich habe ja gerade vorher ausgeführt, warum das nicht so schnell geht. Es ist einfach folgendermaßen: Wir haben das Austrittsszenario aus der fossilen Energie, das haben Sie richtig gesagt. Das ist sogar schon 2040, nicht 2050, wie Sie ausgeführt haben. Und für das haben wir stadtweit den Plan, dass wir 60% vom Siedlungsgebiet mit Fernwärme erschliessen. Es braucht, wie ich gesagt habe, es braucht eine Quelle dafür. Es muss die Möglichkeit haben, dass man Leitung legen kann. Es muss auch dicht genug besiedelt sein, damit man genügend Kundinnen und Kunden hat. Und die drei Sachen müssen erfüllt sein, damit man überhaupt eine Fernwärme vernünftig kann machen. Dann bleibt aber noch etwas. In vielen Gebieten von den restlichen 40% kann man mit Grundwasser oder Wärmepumpen oder mit Erdsonden etwas machen. Und dann bleibt ein kleiner Rest. Und es ist übrigens nicht nur die Altstadt, wir haben auch noch an anderen Orten das Problem, dass wir keine Quellen haben, insbesondere. Gibt es einen Rest, wo man tatsächlich nicht erschliessen mit Fernwärme oder mit Wärmeverbünden? Und dort ist tatsächlich Biogas oder synthetische Gas die Sache, wo man das kann umsetzen kann. Und übrigens in der Stadt Zürich haben wir zwischen 20-30% Biogasanteil schon im normalen Produkt innen. Und das mit Winterthur, die Biogasanlage, da sind Sie falsch informiert. Aber also, wir können das Biogas sehr gut nutzen. Sonst könnte das noch meine Kollegen da ergänzen von der Energie 360. Aber das ist erneuerbar und das können Sie ab sofort einsetzen, auch zu 100%. Dann haben Sie kein fossiles Gas mehr. Jetzt noch schnell, wenn wir vielleicht das ganze Thema schnell wieder verlassen mit der Energie, mit der Fernwärme. Also die letzte Frage zu der Fernwärme und sonst, wenn Sie nachher noch andere Fragen haben. Fernwärme habe ich mitbekommen, das ist momentan kein Thema. Mir brennt einfach die Frage, wieso kann man nicht mehr Solar in der Altstadt zulassen? Oder Solar aufs Dach aufsetzen?
Ja, da sprechen Sie mir aus dem Herzen. Wir haben ja mit dem EWZ eine Solarstrategie, wo wir in der Stadt Zürich wollen, viel mehr Solaranlagen bauen. Es ist einfach so, dass in der Altstadt insbesondere ist einerseits der Denkmalschutz und andererseits auch das die schützenswerte Ortsbild, wo uns da im Weg steht. Das sind Bundesgesetze, die können wir auch als Stadt, wenn wir noch so wollen, nicht übergehen. Und also ich wäre ehrlich gesagt noch so froh, wenn wir dort ein bisschen eine kulantere Haltung würden bringen. Der Kanton hat jetzt gerade in der Vernehmlassung, dass wir Solaranlagen dort, wo es nicht geschützt ist, mindestens, dass man dort kann, nur mit Anzeige statt mit Baubewilligung arbeiten, dann kommt man natürlich viel schneller zu einer Anlage. Also, Sie haben meine volle Unterstützung für das Anliegen. Also, wir kämpfen selber manchmal ein bisschen mit der Vorschrift. Gut, dann würden wir gerne das Thema verlassen. Gibt es noch eine andere Frage? Grundsätzlich zum Bau und zum... Dann haben wir da noch die zweitletzte und noch die letzte Frage. Es ist eigentlich nicht zum Bau, sondern eher eine Frage nach juristischer Unterstützung. Ich habe es vorgegeben, ich habe einen Laden an der Froschaugasse. Jetzt geht es mir um die Erhaltung von diesen Arbeitsplätzen, weil man jetzt 2 Jahre 70%, eben wie gehört worden ist, Einbuße hat. Dann geht das, wie gibt es irgendwie einen Solidaritätsfonds oder so etwas in der Stadt, wo Gewerbetreibende sich können dann hinwenden können? Also aus meiner Sicht haben wir da keine irgendwelche Beiträge, die wir sprechen können. Nein. Gut, dann kommen wir noch zu der letzten Frage. Und Sie haben nachher wirklich die Möglichkeit, all die Personen sind nachher noch da. Sie können sie darauf ansprechen, sie sind alle kennzeichnet mit so einem kleinen Kleberli. Gehen Sie doch auf sie zu und fragen Sie sie das, was Ihnen wirklich unter den Nägeln brennt. Felix Stocker, Präsident vom Quartierverein. Ich hätte gerne noch ein bisschen genauer gewusst zu den Nachtarbeiten. Also, wie viel müssen wir uns da darauf einstellen? Ist das wirklich wochenweise, wo da zur Nacht gearbeitet wird? Oder sind das einzelne punktuell? Und wie müssen wir da damit rechnen? Ist das so mit dem Presslufthammer, so dass man wirklich wahrscheinlich muss ausziehen in dieser Zeit? Oder wie sieht das aus mit den Emissionen? Also Nachtarbeiten sind aufs Minimum zu beschränken, also ist auch unser Ziel. Es gibt einzelne Orte, wo man nicht rundherum können. Ich kann Ihnen nicht jedes einzelne aufzählen. Ich glaube, dass für das ist die offene Tischrunde, dort sind wir schon weiter mit der Planung, wo wir Ihnen genauer können sagen. Es hat in diesen 3 Teilgebieten, ich glaube, im Moment hat es eine Nachtarbeit am Limit gegeben, wo wir im Moment geplant haben. In den ersten 3 Teilgebiet. Wir sind bis heute noch nicht bekannt. Seilengraben-Thematik, dort können es auch einzelne Nachtarbeiten geben, aber unser Ziel ist, auf das Minimum die zu beschränken. Mit vorgängigen Info. Und ja, wenn wir in die Nacht müssen, dann, wenn man im Vorfeld kann aufmachen und Grabarbeiten nur in der Nacht müssen, dann ist es Grablärm. Aber wenn man es nicht kann aufmachen kann untertags, dann hat es natürlich auch Kompressorlärm. Gut, dann möchte ich gerne da unterbrechen, die Fragerunde. Eben, Sie haben wirklich noch eine Zeit. Stellen Sie Ihre Fragen und das, was Herr Vogel vorher jetzt auch noch gesagt hat, nutzen Sie die Gelegenheit vom 2. Dezember. Die erste Serie im Starbucks vorne im Zentral und die zweite Serie im Café Gran Motta. Gehen Sie dort vorbei während diesen Zeiten. Sie sind auch im Internet nochmal angegeben noch an, sich die verantwortlichen Personen von den ersten 3 Feldern werden dort sein, stellen Sie Ihre Fragen, dann können Sie auch noch ganz spezifisch auf Sie bezogen noch eine Frage stellen. Jetzt bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel anderes übrig, als Ihnen Danke zu sagen, dass Sie da angekommen sind. Ich hoffe, wir haben mal schon einen Grossteil von Ihren Fragen können beantworten, wir haben Sie können informieren. Wenn Sie noch mehr Informationen brauchen, gehen Sie wirklich immer auf die Dörfli-Seite. Wir schauen, dass wir das so gut wie möglich immer an Schuhe behalten können. Auf dieser Seite ist auch die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse, wo die verantwortlichen Personen, Sie können sich dort anwenden und Ihre Frage stellen.
Jetzt bleibt mir eigentlich nichts mehr anders übrig, als Sie einzuladen an einen kleinen Apero. Nutzen Sie die Gelegenheit, tauschen Sie sich aus untereinander, stellen Sie Ihre Fragen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihr Interesse, dass Sie hierher gekommen sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um sich zu informieren. Und ich wünsche Ihnen ganz einen ganz schönen Abend. Auf Wiedersehen miteinander.